Hallo und herzlich willkommen im ESV München mit über 7500 Mitgliedern, der zweitgrößte Verein hier in dieser wunderschönen Stadt. Aber eine Stadt braucht natürlich auch ein gescheites Programm, vor allen Dingen in den Ferien für die Kinder. Und deshalb gibt es hier Kibellino. Und Kibellino ist anders als bei vielen anderen Freizeiteinrichtungen. Warum, werden wir heute erfahren, und zwar vom Toni. Toni ist nämlich derjenige, der hier zuständig ist für alle Programme. Erstmal herzlich willkommen. Und ihr habt ja hier ein Programm, erstmal für welches Alter? Grüß dich. Ja, wir haben ein Programm, ein Ferienprogramm von Kindern von 4 bis 14 Jahren. Es wird natürlich viel angeboten. Es gibt da auch verschiedene andere Vereine, die so ein bisschen was machen. Da gibt es dann Fußball, Tennis. Aber ihr habt euch da ein bisschen abgesetzt. Ihr habt gesagt, also Kinder sind kreativ und die wollen auch mal andere Geschichten ausprobieren. Was gibt es alles bei euch hier? Ganz genau. Das ist tatsächlich von Woche zu Woche unterschiedlich. Wir haben immer ein altersgerechtes Programm. Die Vierjährigen, die haben eher Bastelangebote, Erlebnisturnen, spielen in der Gerätelandschaft. Und die Älteren, ein 14-Jähriger, der passt eigentlich schon ganz gut auf sich selber auf, die locken wir natürlich mit anderen Angeboten wie Graffiti-Sprühen oder Parkour mit Trendsportarten. Ja, du bist ja auch jemand, der gerne jumpt. Das heißt also, hier sind wir schon mal in einer ganz anderen Region unterwegs. Ich denke mal, wenn man jetzt solche Angebote macht, dann sollte natürlich das auch gut betreut werden. Und vor allen Dingen, damit die Kinder was lernen, sollten Profis vor Ort sein. Darauf achtet ihr auch. Das Lernen steht tatsächlich nicht so im Vordergrund. Wir wollen uns da klar distanzieren zur Schule. Wir haben professionelle Anleiter, die ihren Job auch gut verstehen. Wir haben eine 7:1 Betreuung, also da einen sehr guten Betreuungsschlüssel. Genau, aber wir wollen genau weg von diesem Gedanken, wir wollen lernen, wir müssen ganz tolle Sachen machen, wir wollen ganz tolle Produkte haben. Nee, es geht mehr um die Prozesse, die stattfinden. Nun habt ihr auch, das ist auch für die Eltern wichtig, eine gute Betreuung. Wann kann ich die Kinder denn abgeben und ab wann werden sie gut betreut? Wie lange vor allen Dingen dann auch? Wir haben verschiedene Phasen den Tag über. Es gibt angeleitete Phasen mit angeleitetem Programm und starten tun wir in der Früh immer mit einer Freispielphase. Von 7 bis 9 Uhr können die Kinder in der Turnhalle oder bei so einem Wetter natürlich auch draußen spielen. Das ist ein freies Spiel unter Aufsicht, aber nicht angeleitet. Finde ich persönlich ganz wichtig, dass die Kinder auch wieder lernen, frei zu spielen. Ja. Nun habt ihr auch, das finde ich von der Integration sehr, sehr gut, ihr habt auch Programme, wo eben behinderte Kinder auch eben gut betreut werden oder auch eingebunden werden. Wie läuft das denn? Das läuft ganz natürlich. Also in jedem Ferienprogramm bei uns können behinderte Kinder teilnehmen. Das geben die Eltern im Vorfeld ab, auf was wir achten müssen. Und die machen einfach mit, so gut wie es geht. Ja. Und auch da gebe ich meinen Betreuern immer wieder mit, versucht jedes Kind möglichst gleich zu behandeln. Ja. Ganz gleich geht nicht, wollen wir auch gar nicht. Aber die Kinder können selber entscheiden bei uns. Und auch die Kinder mit Behinderung dürfen selber entscheiden, was sie machen wollen. Was mich überrascht hat, dass man hier auch Programme anbietet, wo man sagt, man hat auch eine Einzelbetreuung. Das heißt also, man kann wirklich individuell auf jeden eingehen. Man muss es einfach nur im Vorfeld angeben. Das machen wir im Extremfall und versuchen das so weit wie es geht zu vermeiden. Wenn ich eine 1:1 Betreuung mit einem Kind habe, dann ist es immer so, dass steht ein Erwachsener daneben und das hält viele andere Kinder davon ab, mit diesem Kind zu spielen. Also es gibt die Möglichkeit einer 1:1 Betreuung, die wir aber nur im Extremfall machen. Oder wenn ich ein schwere behindertes Kind habe, das wir noch nicht so gut kennen, dann machen wir das. Immer mit der Zielsetzung, dass wir es beim nächsten Mal nicht brauchen. Es kann natürlich jetzt sein, dass ein Kind sich entscheidet, den und den Kurs mitzumachen. Und dann merkt das auf einmal, Mensch, macht mir ja gar keinen Spaß. Irgendwie komme ich damit doch gar nicht zurecht. Und jetzt wird es langweilig für die nächsten Wochen. Also wie sieht das aus? Wie löst ihr das? Ganz genau. Wir haben die Möglichkeit, dass die Kinder zweimal am Tag ihr Programm wählen können. Einmal morgens von 9 Uhr bis zum Mittagessen, das ist angeleiteter Programmteil. Und nachmittags von 13.30 Uhr bis 16 Uhr. Und da ist dann jeweils ein Sportprogramm und ein Kreativprogramm zur Wahl. Am nächsten Tag kann sich das Kind wieder neu entscheiden. Es werden die gleichen Workshops angeboten, aber die Kinder müssen sich nicht festlegen für die ganze Woche. Sie können also alles ausprobieren. Mein Ziel als Anleiter ist natürlich, dass sich das Kind so begeistert, dass die ganze Woche bei mir bleibt, um auch da einen Prozess, einen Fortschritt ein Stück weit zu sehen, um das Kind zu motivieren dabei. Ja?
Also man merkt, du bist so mit Herz und Seele dabei, was natürlich gigantisch ist für einen Verein, weil solche Menschen braucht man natürlich, um auch diese Kinder mal an sich zu binden und einfach zu sagen, hey kommt, ihr habt da eine Woche super Spaß. Wenn jetzt am Freitag diese Woche vorbei ist, auch das ist natürlich immer so etwas, da möchten die Eltern, die die Kinder abholen, ein bisschen Showtime haben. Die sollen ja auch mal zeigen, was sie da gelernt haben. Wie sieht das aus und vor allen Dingen, was kostet das die Eltern? Ganz genau, also die Eltern wollen natürlich einen Einblick ins Programm bekommen. Auf der anderen Seite gibt es auch Kinder, die sich präsentieren wollen. Und das können wir ganz gut vereinbaren. Uns aber ganz wichtig, das steht nicht im Vordergrund. Okay. Wir arbeiten nicht die ganze Woche auf die perfekte Show hin, sondern wir sagen den Kindern am Freitag, wer möchte, darf eine Aufführung machen. Die wird dann klar auch einstudiert. Aber wer keine Lust hat, da vor allen 500 Leuten sich zu präsentieren, der feuert einfach mit an, ist auch mit dabei und dann gibt es danach noch wie der Tag der offenen Tür, wo die Eltern mit in die Halle können, die Geschwisterkinder sich auch mal bewegen können und die haben dann auch noch ihren Part, können ihren Eltern trotzdem noch zeigen, was sie so gemacht haben. Was kostet das die Eltern? Gar nichts, das ist alles im Teilnahmepreis enthalten. Okay. Wie gesagt, also die Show steht bei uns nicht im Vordergrund, das soll einfach ein Closing sein, ein gelungener Abschluss von der Betreuungswoche. Deshalb auch danach so eine Art Freispielphase mit der Familie nochmal, wo jeder Zeit hat, sich auch zu lösen davon. Ja, das ist unser Ausklang und jeder braucht unterschiedlich lang dafür. Absolut richtig. Nur gibt es natürlich hier bei so vielen Kindern, wie viel habt ihr so im Schnitt so in diesen Kursen drin oder allgemein in so einer Woche? Wir haben bis zu 250 Kindern pro Woche. Das heißt also, ihr braucht natürlich auch gute Betreuer und ich denke mal, da werdet ihr auch suchen, oder? Absolut, ja. Suchen immer gutes Personal. Fähige Betreuer, stressresistente Betreuer, die gut mit Kindern können. Und ja, gerade bei unseren Betreuern ist es nicht wichtig, dass es die super Sportler sind oder perfekt zeichnen können. Nee, es geht mehr darum, wirklich Freude an der Arbeit mit Kindern zu haben. Und dann sind sie auch richtig für uns. Du wirkst sehr glücklich. Ist das etwas, was sich so richtig ausfüllt? Ja, wenn ich den Job nicht gerne machen würde, wäre ich der Falsche dafür auf jeden Fall. So läuft das hier im ESV München. Also kann man nur sagen, wer Lust hat für die Kinderprogramme, sind natürlich auch die Prospekte ausliegend hier beim ESV. Und bei der Betreuung, da wird es ja sogar noch den Älteren Spaß machen, mal betreut zu werden, weil es einfach eine runde Geschichte ist. Also ESV München, großartige Leistung hier mit Kibellino. Ein guter Tipp für das Ferienprogramm 2018 oder auch schon für 2019 schon mal vorausdenken.